Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Hunter Stories 2, ne? Nach langem wieder. Ja, was heißt nach langem? Also bei mir ist es ein bisschen länger her, dass ich eine Aufnahme hinter mir habe. Ich schmeiß jetzt zuallererst erstmal hier ein Findergebiet rein, damit wir die Folgen über bessere Eier kriegen. Ja, beim letzten Mal haben wir den Lagierkurs verprügelt. War lustig. Orgo fand es nicht so lustig, weil er einen auf die Nase bekommen hat, auf gut Deutsch. Ich hätte gern einen Lagierkurs tatsächlich, weil ich mir gut vorstelle, dass man von ihm eine Schwimmfähigkeit hat und im Kampf wahrscheinlich auch mega gut ist. Aber das wird sich ja zeigen. So. Ich habe auf jeden Fall so eine Koop-Aufruf-Quest bekommen vom Lagierkross. Ich will einfach nur mal gucken, ob der eventuell vielleicht da unten tatsächlich hockt. Wäre auf jeden Fall schön. Wenn ja, dann würde ich mir eben kurz gern ein Ei von dem besorgen. Das war da unten. Also eigentlich sollte der hier irgendwo... Apropos Eier, ich gehe mal eben kurz da rein, ne? Und schon sind wir am Nest. Haben wir ein schönes Ei bekommen? Müll! Geilo! Müll! Also es ist ein tolles Ei, ja, aber... Nein. Das ist auf jeden Fall ein neues Ei. Ich glaube, das könnte sogar ein Lagierkruss-Ei sein. Also ich tippe nur drauf, ich weiß nicht, wie das Ei vom Lagierkurs aussieht. Wenn ja, würde ich es eben kurz abgeben, weil ein Gebet ist ja eben nichts, ne? So, dann gucken wir mal. Also es stand, dass es ein pulsierendes Leviathan-Ei ist. Also gehe ich mir davon aus, dass es Lagierkurs ist. Was richtig nice wäre. Jawollo! Was kannst du? Den Stromatem kann er momentan. Also ein Donnermonster auch noch mit Kraftfähigkeiten. Ich brauche mal mehr Kraftviecher. Die restlichen Eier, die hatte ich alle schon mal, ne? Das war das Mitsuna-Ei. Nee, das war das vom lila Ludrov. Wo habe ich das nochmal her? Also das sind Koop-Quest-Eier. Aber das habe ich aus dem Hain hier. Was für ein Viech bist du nochmal? Achso, lila Gipsaros. Okay. Ach, und das hier sollte ich einmal öffnen, ne? Ein schwarzer Gravios! Das hatte ich nämlich auch aus dem Koop-Ding, glaube ich, bekommen. Auch ein neues Monster. Den hatte ich nämlich noch nicht. Und ich glaube, den soll ich eigentlich auch noch gar nicht haben. So, eben kurz gucken. Ein Krafttyp ist das. Schwimmen und brüllen. Ich glaube, den packe ich mir ins Team. Sunny will ich drin behalten. Dave bräuchte ich. Überleg gerade, wen schmeiße ich dafür raus? Eigentlich bräuchte ich dringend mal einen Techniker, ne? Ganz ehrlich, der Hund, der ist jetzt nur nützlich, wenn ich was sammeln will. Deswegen werde ich den offscreen trainieren, aber ansonsten nicht im Team behalten. Halt, dass ich den wirklich nur dazu nehme, wenn ich hier ein Ei haben will. Dann nutze ich den. So, jetzt wieder zurück in die Ebene. Jetzt habe ich ein Lagierkurs-Ei. Na dann, Leute, let's go. Oh, da hinten ist wieder ein seltener Bau. Wir holen uns da das Ei auch noch eben kurz. Kein böses Monster. Das heißt, ich sollte hier Eier sammeln können. Müll. Müll. Und wieder ein toller Lagierkurs. Ja, kann ich den Lagierkurs nochmal boosten, ne? So. Nein, gegen euch wollte ich nicht kämpfen. Könnt ihr mich bitte vorbeilassen? Danke. Wo will ich denn überhaupt hin? Da oben. Nebenquestbau? Okay, sowas hatte ich auch noch nicht. Da ist wahrscheinlich ein Lagierkurs drin. Es gab so eine Lagierkurs-Quest.
Also, ja. So, jetzt ab nach da oben. Oh, so viel Honig. Ein Karmesin-Koropeko. Nein, danke. Und über dem Teil war offenbar auch nochmal eben kurz was. Auch interessant. Was haben die Felinen denn gesehen? Auf jeden Fall wieder ein neues Monster für mich. Da ist ein T-Rex. Weißt du, du warst mal ein Mega-Monster in der Gegend, in der Ebene gehockt hat und jetzt bist du ein Common-Vieh, was irgendwo rumlatscht. Was ich auch insta-killen kann. Schon irgendwie ein bisschen abwertend. Dass der vorher so richtig stark war und jetzt ist das einfach nur noch ein Vieh, was in der Gegend rumsteht. Hallo, kann man sehen, Koropeko. Ich bin auch mal falsch gelaufen. Aber die Kiste hier nehme ich mir trotzdem gerne mit. Contender. Okay, ich muss noch mal kurz zurückklatschen. Null, ich konnte den Nagia-Kurs insta-finishen. Und natürlich habe ich den halt instant aufgelevelt damit. Ich weiß jetzt übrigens nicht, wie lange ich die Aufnahme gerade pausiert hatte. Also, falls ich sie länger pausiert hatte, tut es mir leid. Aber ihr habt nichts Wichtiges verpasst. Sind wir hier schon im Endgebiet? Also, das Gebiet geht ja auch richtig schnell. Kann ich meinen Kollegen ja direkt anschreiben. Wenn hier schon ein Feline-Bau ist. Normalerweise ist das immer so im Endgebiet. Zwei Lebenspulver. Heil mal mein ganzes Team, bitte. Sehr nett. Auch wenn die Heilung tatsächlich unnötig war. Als ob wir mit dem Gebiet schon fast fertig sind. Das ist ja auch mega kurz. Also das Eisgebiet hat mir bisher am besten gefallen, weil die Story da auch schön breit gefächert war, richtig spannend. Die Wüste, die war lasch, also die war innerhalb von 5 Minuten gefühlt vorbei. Also ich weiß, es hat ein paar Parts gedauert, aber die Story dort war halt mega kurz. So, bisher hatte alles irgendwie mit Wasser zu tun. Deswegen nehme ich mal jetzt auf jeden Fall keine Eiswaffe hier. Ich gehe mal auf elektrische Waffen. So, wo ist mein Hammer? Und die hat sich direkt was aufgetan. Another pit. What are these? Mizuzune. Bubbles. Elektro war richtig. Hä? Lag Orgo nicht im Bett? Das ist wahrscheinlich der, der geflüchtet ist. Ein Punkt für den Versuch. Dass die da hinten immer noch lang rutschen. Bin ich richtig gut. So, der ist richtig stark. Welchen Typus hattest du nochmal?
glaube, du warst ein Geschwindigkeitstyp, oder? Nee, ein Techniker. Habe ich sogar den richtigen zum Anfang. So, Ladungstickling. Dann kann ich durchziehen. Ich werde die Liste auch abarbeiten nebenbei. Er hat verfehlt. Ach, diese Blasen, ne? Die waren auch bei Rise etc. alles richtig nervig. Das ist ein richtig nerviger Effekt. Wenn man dann immer so rumgerutscht ist. Wie die beiden Katzen gerade eben. Wieso zieht der so extrem durch? Ah, jetzt ist er ein Geschwindigkeitstyp. Also auf Yannick wechseln sofort. Und dann gehe ich mal eben kurz auf den Hammer. Er kann wenigstens ein, zwei Technikattacken und hat auch Elektro. Wogegen der Mitsu sehr schwach ist. War schlau von mir, auf Elektro zu wechseln. Ich wusste nicht, dass der Mitsu nie auftaucht. Ich habe nur gedacht, dass hier ist ein Wassergebiet hauptsächlich. Also nehme ich jetzt nochmal eine Waffe, wenn die mit Wasser zu tun hat. So, Donnerreißzahn. Wir hauen ihm jetzt die Beine kaputt. Zack. Das tut weh. Warum so hart auf Kai? Also ich weiß, er hat vieles in seinem Leben falsch gemacht. Aber dafür muss man ihn nicht gleich verkloppen. Könntest du bitte den... Obwohl, er greift eh nicht dich an. Er hat irgendwie komplett den Hass auf Kai, ne? Und noch auf mich. Ein Herz kann ich ruhig einbüßen. So, bitte den Donnerreißzahn. Danke sehr. Kann ich nämlich gleich auch nochmal den letzten Schlag durchziehen. Na komm, den Angriff kennen wir schon. Ah nee, können wir nicht. Weil Kai das unterbrochen hat. Müsste einmal jetzt so drauf prügeln. Jetzt ist er wieder in Kraft. Ein Techniker. Toll. Ja, ich wechsle die Waffe. Und den Typen. Ich würde den Lagia kurz ja reinwechseln, aber der hat halt noch null gelevelt. So, Waffe wechseln auf den Pulsarbogen. Dann hau ich erstmal den Parabellschuss. Oh nee. Ich mach erstmal. Aufladen. Ah, schlau, der macht eh bezaubernde Blasen. Was mich wieder ankotzen wird. Mann! Dieser Schuss ist so ekelhaft. Ich hasse diese Blasen. Mann, Mitsuzone, du kannst ja gar nichts. FOE-Schuss auf die Beine. Ich hoffe, der aufgeladene Schuss, der geht auf irgendein anderes Körperteil. Autschen. So, Kraftschuss auf Beine. Jetzt ist er sauer. Also darf ich wieder zu Yannick wechseln. Yannick macht echt gern bei diesem Kampf mit. Draußen bellt gerade irgendein Hund. Falls ihr das hört. So, auf den Schweif. Ach, jetzt gehst du auf Geschwindigkeit. So, jetzt muss ich auf Technikangriffe gehen. Okay, ist eh egal. Weil Kyle hat wieder seinen Meteorring fertig.
So, Lähmungsbeschichtigung, komm! Das hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Auf den Schweif. Ich habe keinen Bock, den Angriff abzubekommen. Schweif gebrochen. Ich mache jetzt trotzdem den Parabellschuss. Dann kann ich nämlich wenigstens die Waffe wechseln. Das ist zwar das einzige Körperteil, wo es wichtig war. Mit einem Bogen drauf zu knallen. Autsch. Blauer Mond. Ich lebe ganz knapp. Auf Hammer wechseln und dann gönne ich mir erstmal was. Ich überlege gerade. Muskelfleisch nehme ich mal. Er hat Buchspannung gemacht. Brav. Und er war, glaube ich, wieder ein Techniker, ne? Ja, er macht die bezaubernden Blasen wieder. Ich liebe es. Richtig ekelhaft. Ich heb mir das noch auf. Wenn ich mal wenigstens meine Technik aufladen würde, ne? Oh, es ist tot. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, da passiert gleich noch was. Der Lagier kostet jetzt halt schon Level 22. Also die mit hinterher leveln zu lassen, ist nicht so schwer. Das war nicht der wahre Boss, oder? Er wollte auf uns schießen erst. Gut, hier reingedrückt. Und gebraten. Es ist so eine riesen Explosion und nichts ist kaputt. Glaub's uns jetzt endlich. Thanks for the backup, Kyle. You're one cool cat. There's so much I don't understand. What kind of power does Rather really have? Why are all of these pits appearing? And who are those people who want to take Ratha for themselves? All I have are questions. But I know this. How powerful your bond with Ratha is. And how that power can stand against a strong enemy. Kyle! Endlich vertragen. Geht doch. Wehe, schippt uns jetzt wegen diesem Moment. Different perspectives can't hurt. That's the way I see it. Kyle. Come on, let's head back. Humans really are full of surprises. Sometimes it feels like you change in the blink of an eye. You've grown a lot. Ich vergesse immer wieder, dass sie eigentlich kein Mensch, sondern Valfriana ist. You've gotten so much stronger. Mich und Anna dürft ihr gerne schippen.
So habe ich Kai noch im Team. Das wäre eigentlich der perfekte Beweis, dass das Gebiet vorbei ist. Bindungsstufe 6. Wofür war nochmal die Bindungsstufe? Ach, egal. Wir sind hier fertig, ne? Dann gehen wir mal kurz zum Dorf zurück und gucken, ob die uns sagen, jetzt hier nächstes Gebiet. Oder ob jetzt hier nochmal irgendeine Panne ist. Ich will es wissen. So, Orgo, erzähl mal. Erklär uns auf. Anywho, about Ratha, another feline told me a real doozy of a story. Okay, die hören wir uns gerne noch an. I don't know if it had those destructive wings, but a long time ago, there was a Rathalos with an unbelievable power. Its Okay. legend is written on a monument in some old village. Where's the village? Beyond the Turga volcano is what I heard. Maybe you can figure out something about Ratha there. Oh, We tatsächlich, glaube gotta ich, check neues this out, Gebiet. buddy. There's a village called New Arte in that region. But I've heard it's even more secluded than Ruto. We gotta go, right? It's our best bet for learning about Ratha. True. This is no time for dithering. Let's go. Thank you for telling us, Orgo. Time to split up, it would seem. We'll continue our investigation on the pits. Ja, wir kommen den neuen Gebiet näher. Okay, got it. Watch out for the masked riders who are after Ratha. Stay alert. Sukino, let's move out. Yes, let's go. So long for now. We better okay. get going too. Dann würde ich mal sagen, wir machen die Folge heute mal ein bisschen länger. Give me a holler when you're ready to go. Will do. Weil ich will noch ins neue Dorf. Okay, da brauche ich natürlich auch den heißen Nebel. Ja, heute machen wir mal ein kleines Stückchen länger. Ich will nämlich zum neuen Dorf, dann kann ich nämlich direkt den nächsten Koop-Part aufnehmen. Natürlich gehe ich wie immer aufs Findergebiet. Komm, wir reisen noch zum neuen Dorf. Das ist noch drin. Aber ich versuche Kämpfe zu vermeiden. So, los geht's. Laufen wir in der. Weiß ja, dass du kein Kämpfer bist. Aber das Gebiet hier war halt auch mega kurz. Das war sogar noch kürzer als Lulucion. Ist ja richtig traurig. Ich dachte, Lulucion wäre kurz, aber das hier war ja noch kürzer. Das waren so drei Gegner und dann war das Gebiet auch schon vorbei. Oh. Erstmal kühle Nebel verstreuen, da hat er recht. So. Wo könnte das Dorf denn sein? Vulkangestein, was soll ich denn mit Vulkangestein? Ich glaube, wir müssen hier doch noch ein bisschen suchen, deswegen mache ich jetzt hier doch erstmal Schluss. Und sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.